Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um das Thema Gasfett oder Schemfett gehen, wobei eben die Gasfetts eine Untermethode der, oder eine Unterklasse der Schemfett sind. Es gibt zum Beispiel auch Isfetts, das sind dann eben auf Ionenbasis basierende Gasfetts, basieren eben über Gasdetektion, also ionenbasierte gehen eben darüber, dass sie Ionen detektieren. Wie gesagt, wir wollen uns heute mit dem Gasfett beschäftigen, also schauen, wie wir Gas detektieren können mit einem MOSFET, deswegen auch der Name Schemfett oder Gasfett. Tatsächlich wird häufig Wasserstoff damit nachgewiesen, also zum Beispiel Wasserstoffleitungen können damit überwacht werden. Und wie das Ganze funktioniert, ist eigentlich relativ simpel. Wir haben also hier ein MOSFET vorliegen. Dieser MOSFET besteht aus einer katalytisch aktiven Schicht. Das ist hier dieses Palladium, darunter unser klassischer MOSFET, also Isolator und dann eben Source und Drain. Also hier wäre der Drain, hier ist die Source und hier oben das Gate. Und was eben passiert bei diesem, Schemfett, den wir hier verwenden wollen, ist, dass eben diese Gase, die wir haben, zum Beispiel Wasserstoffgas, also wir haben jetzt hier überall Wasserstoffgas in der Luft oder in der Atmosphäre so rum, und dieses Wasserstoffgas wird jetzt quasi an die Oberfläche oder trifft auf die Oberfläche unseres Gasfetts. Da ist ja eben diese katalytisch aktive Schicht, und diese katalytisch aktive Schicht lässt eben das Wasserstoff katalytisch dissoziieren. Und dadurch entsteht eben ein akzeptorbasiertes Wasserstoffatom, also ein H+-Atom, beziehungsweise zwei H+-Atome aus dem jeweiligen H2. Und diese H+-Atome können jetzt eben sich hier oben ansammeln, nicht H1, sondern H+, und können auch tatsächlich in diese katalytisch aktive Schicht rein dissoziieren und diffundieren dann quasi durch die katalytisch aktive Schicht an die Isolator- und PD-Schicht, also an die Grenzschicht, womit wir im Endeffekt hier ganz viele H+, also was heißt ganz viele, je nachdem wie hoch die Konzentration an Wasserstoff ist, haben wir unterschiedlich viele H+-Elemente hier an der Schicht zwischen PD und Isolator anliegen. Und diese H+-Elemente, die eben hier anliegen, also die quasi positiv sind, die bewirken jetzt eben, dass wir insgesamt, je nachdem wie hoch die Konzentration an Wasserstoff ist, die eben hier über der oben in der Atmosphäre ist, dringt halt mehr von dem Wasserstoff auch ein in diese katalytisch aktive Schicht und dementsprechend liegt hier eben mehr an und dadurch wird dann eben eine höhere positive Spannung automatisch und nur durch das Wasserstoff angelagert. Es bildet sich dementsprechend eine Ladungsdoppelschicht hier an dieser Position. Und die ist eben so, dass eben das Wasserstoff, man kann es, wenn man es genau zeichnen will, sich hier in Isolatornähe annähert, also wir quasi hier eine positive Ladung im Isolator haben und eher eine negativere, den negativeren Teil von der Ladungsdoppelschicht eben noch im Palladium haben und dementsprechend eben diese Ladungsdoppelschicht entsteht. Diese Ladungsdoppelschicht wirkt genau wie eine Gate-Spannung, also es macht nichts anderes als quasi, imitiert eine Gate-Spannung, die wir von außen anlegen, wird jetzt eben erzeugt durch die einzelnen Atome und diese Gate-Spannung, die eben durch die Atome erzeugt wird, setzt dann effektiv die Austrittsarbeit des Metalls herab, was eben genau das gleiche wäre, wie wenn wir eine gewisse Gate-Spannung anlegen. Das bedeutet jetzt, wir brauchen nur noch weniger Gate-Spannung anlegen, um das gleiche zu erreichen wie vorher, also zum Beispiel um den MOSFET leitend zu machen. Und deswegen kann man hier auch die IDE-UGS-Kennlinie mal anschauen. Also wir nehmen jetzt mal an, die Konzentration wäre 0. Dann haben wir eben folgende Kennlinie. Ich denke, von dem MOSFET kennen die meisten. Also Drain-Strom steigt mit steigender Gate-Source-Spannung, weil dadurch eben von Drain nach Source mehr Elektronen durch können, wenn ich halt die Gate-Spannung erhöhe. Und dadurch, dass ich jetzt eben schon H+-Atome hier an der Grenzschicht habe und diese Ladungsdoppelschicht entsteht, muss ich eben weniger Gate-Spannung anlegen, um eben genau das Gleiche zu erreichen. Bedeutet, ich kann also jetzt in meiner neuen Kennlinie, beziehungsweise meine alte Kennlinie wird jetzt einfach mit der Konzentration des Wasserstoffs nach links verschoben. Bedeutet, dieser Linksdrift, den wir haben, der ist proportional zu der Konzentration von unserem Wasserstoff, also zu der Menge von unserem Wasserstoff in der Atmosphäre über dem MOSFET oder über dem Gasfett. Und dementsprechend kann ich halt gucken, okay, wie weit wird meine Kennlinie verschoben und kann dann dementsprechend anhand der Verschiebung rückschließen auf, okay, so viel Wasserstoff ist vorhanden. Also ein relativ, erstmal durchfuchster Sensor, würde man sagen, aber gar nicht so kompliziert, wenn man sich einfach überlegt, das ist nur ein MOSFET mit einer einzelnen neuen Schicht drauf, also einer katalytisch aktiven Schicht drauf, mehr ist das eigentlich nicht. Und das verschiebt eben die Kennlinie und auf die Kennlinienverschiebung kann man eben zurückschließen auf die Wasserstoffkonzentration in der Atmosphäre. Wenn es dazu Fragen gibt, gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht noch als kleine Anmerkung, der funktioniert relativ gut bei hohen Temperaturen, so um die 100 bis 150 Grad. Dementsprechend muss man das Ganze entweder aufheizen oder eben in einem Temperaturbereich betreiben, der eben dort liegt.
Ja, aber wenn es dazu sonst Fragen gibt, gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten denke ich, ist das klar. Katalytisch aktive Schicht natürlich ist dafür da, um die Aufspaltung der H2-Atome zu einzelnen H-Plus-Atomen zu schaffen. Das ist eben der Vorteil einer solchen Schicht. Genau. Sonst, wie gesagt, Frage in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.